Guten Abend und Servus beinand. Heute geht's wieder auf bei uns. Wir feiern das 13. Traunsteiner Starkbierfest. Ja, wir vom Hofbräuhaus Traunstein zählen uns auch zu den Künstlern. Allerdings gehören wir zur Gattung der Lebenskünstler. Und wir wissen, dass der Applaus des Künstlers Brot ist. Und deswegen haben wir diesmal ein wenig ein Publikum mit dabei. Alles natürlich nach den aktuellen Corona-Regeln. Wir alle zusammen strengen uns mächtig an, damit wir euch da draußen würdig vertreten können. Wie schön ist es, dass wir heute beieinander sein können. Und wie schön ist es, dass wir heute einmal wieder eine gescheite Musi hören. Herzlich willkommen, liebe Wabach-Musi, der Corbinian, der Andi, der Wasti und der Martin. Ah, Mike, freu ich mich mal wieder auf ein Bierzeit, auf ein Händel, auf ein Mass und ein Musi. Heute fahren sie ja sogar mit dem Radl zum Stammtisch. Aber nicht, um dann richtig zum Saufen. Nein, dann trinken sie eine halbe oder bloß ein Wasser. Was ist denn das für ein Leben? Bloß damit man nachher gesund stirbt? Ich halt's da mit Werner Mayer, dem bayerischen Kabarettisten. Der hat gesagt, das Leben, das ist kein Sparkass. Das Leben, das gehört verbraucht. Auch wenn man einmal einen Rausch hat, auch wenn man einmal eine raucht. Und da sind wir schon beim Bier. Das Starkbier. Unser Maximilian. Was für ein Typ. Doppelt stark mit seiner dunklen Seele. Ein mächtiges Temperament und einen starken Charakter. Und weil man fürs Brauen von unserem Bockbier noch mehr wertvolle Rohstoffe braucht, galt das Starkbier schon immer als ein Ausdruck des Genusses und gibt Kraft in der entbehrungsreichen Fastenzeit. Und das passt grad besonders gut, wo die Problemzonen bei den meisten eh nicht Bauch, Beine und Po sind, sondern mehr der Kopf. Na, probieren wir nochmal. Prost! Ah, eine echte dunkle Gestalt. Und die dunklen Gestalten, die scheißen sie nix. Die sagen, was sie meinen und leben das Leben in vollen Zügen. Drum hat auch mein Großvater, der Fritz Seiler, damals nach dem Krieg aufgemüssen nach Minger vor das Gericht, weil er entgegen dem geltenden Recht sein Bier zu stark eingebraut hat. Ja, so heißt die Leute bei uns herund im Chiemgau. Wulde Hund, manchmal grantig, allweil schneidig und immer vorn mit dabei, auch bei den Inzidenzen. Und wir Seilers, wir sind schon seit über 400 Jahren Wirt und Bierbrauer. Wir kennen gar nichts anderes, aber wir wollen auch nichts anderes. Als 1618 der 30-jährige Krieg seinen Lauf genommen hat, war unser Hofbräuhaus Traunstein gerade einmal 6 Jahre alt. Heute darf man sagen, das war noch ein Start-up. Und auch jetzt muss die ganze Welt wieder zusammenhalten. Wir haben schon viel Höhen und Tiefen erlebt über die Jahrhunderte. Aber unsere Brauerei steht noch allweil da
am selben Platz, in der Hofgasse, inmitten Traunsteins. Auch, weil wir seit jeher eine geniale Hofeimannschaft haben. Und jetzt das Corona. Mit all seinen Lockdowns und vermeintlichen Schutzmaßnahmen, das hat uns sauber durchgezwiefelt. Und vor allem unsere Wirte haben die Corona-Regeln schwere Einschüsse verpasst. Die Vorschriften haben öfter gewechselt wie mancher seine Speiskarten oder sein Ruhetag. Und bis zum heutigen Tag ist es nicht einfacher geworden mit unserer Politik. Ein Sammelbegriff, Gott sei Dank. Den braucht man nicht gendern. Mir fällt da der Kolumbus ein. Der hat auch nicht gewusst, wohin, dass er eigentlich segelt. Wie er angekommen ist, hat er nicht gewusst, wo er ist. Wie er wieder heimgekommen ist, hat er nicht gewusst, wo er war und was er da gemacht hat. Und das alles mit fremdem Geld. Die Wirte sind zum Kontrollorgan geworden für Teststatus und Impfnachweis. Zeit dafür haben sie ja gehabt, weil eh keiner ins Wirtshaus ist. Und wenn es dann wieder losgeht in die Wirtshäuser, habt ihr alle keine Zeit mehr, um 20 Minuten auf ein gutes Schnitzel zu warten. Ein Frischbraten, ein Schweinsbraten muss weniger kosten wie ein Spotify-Monatsabo. Und anstatt am Lächeln für die Bedienung, gibt es dann eine miserable Internetbewertung. Kein Wunder, dass alle Wirte händeringend nach solchen Mitarbeitern suchen, die sich das noch anhören. Aber mit jedem Schluck Bier kommt der Optimismus zurück. In diesem Jahr haben wir immerhin schon wieder ein paar Zuschauer da bei uns, in unserem historischen Saal. Kein großen Haufen, eher ein Heiferl. Herzlich willkommen. Die bayerische Bierkönigin Sarah Jäger aus der Oberpfalz. Unser Oberbürgermeister. Unser Oberbürgermeister Dr. Christian Hümmer. Unser Landrat Sigi Weich. Und auch dieses Mal als Zuschaltung per Zufallsgenerator mit dabei unser Bundestagsabgeordneter Dr. Peter Ramsauer und die Landtagsabgeordnete Gisela Sengel. Herzlich willkommen auch die Vertreter der Medien, der Herr Butzke und der Herr Eichstätter. Ihr seid auch wieder mit dabei und berichtet. Ein herzliches Vergelt's Gott. Und natürlich und insbesondere wieder unser Traunsteiner Insider und Starkbierredner Albert Rosenecker. Und als besonderer Gast dieses Mal die umwerfende Luise Kinseher. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Lebert-Viewer, das Bier ist stark, aber das zwingen wir schon. Und wenn wir morgen sagen, der Bock hat uns gestessen, dann kennt sich ja jeder aus. Und jetzt darf ich auf die Bühne bitten, unseren Oberbürgermeister Christian Hümmer zum Anzapfen und ihm zur Seite steht Ihre Hoheit, die bayerische Bierkönigin. Dann zapfen wir an, meine Frau die Birgit, mein Vater der Bernhard, ihr assistiert alle mit.
Du traust mir nicht, gell? Du traust mir nicht. Schauen wir mal, ob er in Übung ist, der Christian. Ja, ja. Und zapft es! Bravo! Soll ich ihn hören? Ich hab schon, oder? Ja. Wir können das gerne mal weiter. Bernhard? Ja? Gehen wir da rein? Warte mal, das ist dann schon deiner, Birgit? Okay. Du hast noch nichts tun. Ach so. Das ist nicht. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, aber es sind halt keine Bläser. Stehst du mal? Brauchen wir noch eins? Nein. Okay. Liebe Gäste, jetzt stehst du einmal sauber an und wie es bei uns in Traunstadt ein Brauch ist, im Anschluss singen wir die erste Strophe der Bayernhymne. Prost! Prost! Schön, dass du dabei seid. Prost! 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 Ist hier Hobby? Hobby. Mhm. Nur grob steht los. Mitnehmen, oder? Mhm. Könnt ihr schon backen?
Liebe Gäste, der Albert, unser Starkbierredner, der hat ja heute ein Jubiläum. 1992, also vor 30 Jahren, hat er seine erste Starkbierrede gehalten. Damals noch in der Tierzuchthalle. Und seitdem ist er nicht mehr weg zum Dinger vom Traunsteiner Stadtgeschehen. Heute ist er wieder bei uns in seiner original Traunsteiner Bürgertracht. Lieber Albert, ein herzliches Vergelt's Gott, dass du wieder mit dabei bist und wir sind schon mächtig gespannt. Prost. Prost. Liebe Stadtbierfreund, traditionell im Saal vereint, gemütlich, grübig, einfach schön, so wollte man heuer das Fest umgehen. Und nebenbei aus dem Maskrug schlecken und ein wenig die Politiker der Blecker. Bayerische Art und Lebensfreude, so wie wir es pflegen seit langer Zeit. Pfiffkäs, anders ist es noch gekommen. Doch lasst man uns die Freude nicht nehmen, und machen draus das Best mit einem virtuellen Starkbierfest. Der Brei hat ihn schon ausstaffiert mit seinem besten Elixier. Ich hab's im Voraus schon probiert und lob das gute Bier. Drum hebe ich einen Krug auf unseren Brei, auf die Biersier, den Nick und den Hirs und die ganze Seilerei und sag einmal, er weiß mir nichts kost. Prost. Also eine zahle Pandemie war ein bisschen lang da noch nie und da hat mit Spannung registriert, wie drauf die Gesellschaft reagiert. Aber es räumt sich jetzt gut zusammen, dass wir einen Überfluss an Dummi haben. Dass der Gebirge lateralisch ist. Ja, das ist nichts Neues und das ist gewiss. Aber dass er vorne und hinten auch die man mal gleich direkt spinnt, das hat man überlegen, ganz ausprägt da am Stoppplatz gesehen. Freiheit, dass sie sich nicht nehmen lassen. Mit dem Argument gingen sie dann auf die Straßen und ignorieren und lassen halten sie geringer, dass andere ihm in Leben ringen. Außer die einen lassen sie keine Meinung stehen. Ja, mit zehn Leuten, da kostet man gehen. Naja, diese Corona mit all ihren Varianten hat ja auch irgendwie sympathische Züge aufgewiesen, indem dass sie politisch völlig neutral war. Sie hat keinem Recht gegeben. Sie hat da, wo es ihr gepasst hat. Ein anarchistisches Luder, das man eigentlich in der Demokratie nicht brauchen kann. Ja. Wobei wir jetzt schon so weit sind beim eigentlichen Thema, bei der Politik. Aber vor dem heutigen Thema brauche ich noch zuerst einen Schluck. Es ist ein Schand und ein Verdruss, dass man ständig feststellen muss, wie unser Planet drauf verkümmt, weil der Mensch keine Rücksicht nimmt. Und es ist schon fast die Zeit verschwemmt, wenn man sich dem zuwendet, mit so Ländern und mit so Staaten, die von Brandstiftern regieren werden und Psychopathen. Da halte ich mich schön draus davon. Und da gebe ich mich gleich gar nicht an. Da fällt dir auch gleich gar nichts mehr ein bei der Straßenreiberei. Bei einer gar das andere Ende von seinem Riesenland noch gar nicht kennt, aber beim Nachbarn steigt er ein und stellt ihm klar, weil alles weg das sei. Da halte ich mich schön draus davon. Und gebe ich mich gleich gar nicht an und kehre kritisch dann dafür lieber vor der eigenen Tür. Wir haben eine neue Regierung und deswegen eine neue Führung. Der Olaf Scholz ist saumässig stolz. Seit der Kanzler ist geworden, fühlt er sich wie ein Neugeboren. Der Söder sagt zwar, er ist Staat, aber Staat ist besser nur wie Fahrt. Und es muss ja nicht jeder
gleich so fad sein wie der Söder. Die Baerbock ist nach Russland geflogen, sie hätte die Russen jetzt zum Sagen, dass sie sich an der schlauen Annalena eventuell ein Beispiel nehmen. Deswegen ist beim Russen gewesen, um an Putin die Leviten zu lesen. Aber wegen der Baerbock hat der Trend kein Baerbock. Beim Lindner, da kommst du nicht dahinter, was dem alles sonntags so antreibt, weil der Kanzler Stiefelknecht, dem ist er selten etwas recht. Wenn er aber das Geld zusammenhält und sich sonst nicht groß verschaltet, dann kriegt er das Votum, dass er bleibt. Und der Minister Lauterbach, der Mann für jedes Weh und Ach, der, wenn über den Bildschirm flimmert, hat jede Lage gleich verschlimmert. Bei so einem freudlosen Gesicht meint er jeder, der hat die Gicht. Und wenn er ihm die Gesichtszüge einmal ganz entgleisen, dann taugt er nicht einmal mehr für die Deutsche Bahn. Voriges Jahr waren wir ja wieder einmal beim Wählen. Mit Wahlausgang Ampelkoalition. Ampelkoalition. Vor 50 Jahren, wenn du dann gefragt hättest, was eine Ampelkoalition ist, der hätte groß angeschaut. Vorher hat es zumeist eine Allerseelenkoalition gegeben, schwarz-schwarz, oder im Hexfall schwarz-gelb, oder noch peinlicher schwarz-rot. Aber rot, gelb, grün, du musst aufpassen, dass du farbenblind wirst. Dabei ist eine Ampelkoalition immer noch besser als eine Jamaika-Koalition. Das ist dann die gesteigerte Trostlosigkeit. Aber man muss sich halt bei der Unentschlossenheit der Wähler an solche Gebilde gewöhnen. Neuerdings wird sogar bei der MPU, also bei der medizinisch-psychologischen Untersuchung, die auf einen alkoholbedingten Führerscheinentzug folgt, folgendermaßen gefragt. Was ist eine Ampelkoalition? A. Eine kollabierende Verkehrsampel. B. Verschiedene Verkehrsteilnehmer, die gleichzeitig über eine Kreuzung wollen. Oder C. Die derzeit regierungsbildenden Parteien im Deutschen Bundestag. Und man staune, 70% kreuzeln da entweder A oder B an. Und nicht nur die Teilnehmer des sogenannten Depperl-Tests liegen hier zum Großteil falsch. Auch der Otto-Normalbürger argumentiert ähnlich wie der erwähnte Autofahrer mit Filmriss. Er weiß es schlichtweg nicht. Oder er spannt es erst, wenn er in seinem Geldbeutel reinschaut. Die gähnende Leere, die werden ihm schon wahrnehmen lassen, was eine Ampelkoalition ist. Dabei sind die gegenwärtigen Preissteigerungen nur die Spitze des Eisbergs, der unaufhaltsam auf uns zuschwimmt. Und wir alle sitzen schicksalsergeben in einer Art Verbraucher-Titanic fest, ohne geeignete Schwimmmittel und schwindende Barmittel. Auch das Bier ist teurer geworden. Nicht, weil jetzt der Brei auf einmal reich werden will, das braucht er nicht mehr. Was man schon ist, braucht man nicht mehr werden. An Erfahrung ist er aber gewiss reich geworden in der lausigen Zeit. Nein, Hopfen und Malz, Kanniberin und Gott der Hals, leidet unter erheblichen Anbau- und Vermarktungsproblemen. Sprit, Lebensmittel, alles wird teurer. Auch der öffentliche Toilettengang wird teurer. So quasi alles, was wir schon einmal gezahlt haben, muss letztlich nur einmal gezahlt werden. Ein Toilettenbesuch ist für 50 Cent kaum mehr zu absolvieren. In besseren Häusern kostet er bereits einen Euro. In den Traunsteiner Befreiungshallen kommt man noch mit einem 50er ins kleine oder große Geschäft. Man muss aber die Putzmittel selber mitbringen und am besten auch gleich Hand anlegen. Ja, unsere Politiker in der Region, der Steiner Klaus, der Landtagsabgeordnete, das Überseher-Phantom, steht signifikant dafür, dass man mit wenig Aufwand viel erreichen kann. Ein Minimalist in Sachen politischer Präsenz. Das ganze Jahr über bewegt er sich fast unsichtbar unter der politischen Grasnarbe
Aber wenn man braucht, dann ist er da. Phänomenal, dieser Steiner. Ja, die Frau Kofler, Sie sind ja diesmal die Aufsteigerin des Jahres. Parlamentarische Staatssekretärin der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Jetzt wäre mir bald die Luft ausgegangen bei dem langen Titel. Man kann es auch vielleicht einfacher sagen, Wasserträgerin von der Frau Schulze. Gratuliere zum Knochenjob. Ja, das haben sie jetzt davor, weil sie alle sich um die Arbeit reißen. Man hat sich ja unter der Hand schon als Ministerin gehandelt. Aber mei, in der Partei, in der sie sind, da darfst du nicht wählerisch sein. Ja, du musst dann immer was kriegst. Der Dr. Ramsauer hingegen fühlt sich in seinem Tatendrang etwas eingeschränkt, um nicht zu sagen, durch die politische Regierungskonstellation ausgebremst. Man könnte ihn vielleicht mit einem Bergsteiger in der Biwakschachtel vergleichen, der vom Wetterumsturz überrascht worden ist. Na, da wartet er jetzt ab, dass sich vielleicht doch noch der Märzwind einstellt und sich die Großwetterlage dreht. Immerhin hängt er nun mit einem Rebschnirl an den alten Seilschaften und da lässt sich noch ein bisschen was ausrichten. Wenn dann etwa vielleicht später noch ein paar vernünftige Griffe ergehen in der Wand. Ja, die Frau Sengel. Vermutlich haben Sie als Insiderin eine Erklärung dafür, wieso sich diesmal eine regierungsfähige Fraktion Ihrer Partei herausbilden hat können, ohne dass einer vom anderen ein Büschel ausgereifte Haare in der Hand gehabt hat. Euer letzter Parteitag, ich rede jetzt von dem Parteitag der Grünen, hat ja im Gegensatz zu den vergangenen eher einer Abendandacht geglichen. Und auf einmal waren Leute da gestanden, mit denen man glatt was anfangen hat können, bei der Wahl, meine ich. Habt ihr jetzt die geschnitzt oder gestrickt oder gehäckelt oder sonst was? Dem Alter nach sind ja die bereits bei den Gründungsversammlungen anwesend gewesen. Mit Millifläscherl und kleine Schnuller. Frau Funke, alle Achtung, wenn Sie zuhören, ist recht. Sie haben ja vergangenes Jahr wieder einmal Spenden gehamstert wie ein Orchkatzel vom Winter. Was ich aber schon lange fragen wollte, gibt es von Erna eigentlich ein Bild, wo Sie ohne Verrechnungscheck drauf sind? Ich kenne jetzt keins. Vielleicht könnten Sie mir mal eins zugeben lassen. Ja, Herr Landrat. Naja, ich meine, jeder hat das Recht, dass er sein Aussehen ändern möchte. Seine Hemdfarbe oder seine Hosen, rote Schuhe von mir aus und andere neue Rosen. Jeder schlürft halt in das Gewand, wo er meint, das macht ihn interessant. Schaut Sie so ein Kleid, der geht mit der Zeit. Schaut Sie, sagen Sie, der geht mit der Mode, die man momentan gerade hat. Ja, kommt aber einer aus dem Winzerland, halber mit dem gleichen Schachtel gewandt. Halber in Grau und in Grau, dann kriegt er für das wenig Schau. Folglich hat er das Bestreben, mit seinem Gesicht sein Aufwerk zu heben. Er lässt sich wachsen einen Bart. Dass sein Gesicht wirkt nicht so zart. Und es erscheint auch sehr modern bei einem schönen, besonders bei einem schönen Herrn, wie er meint, dass er auch ist. Aber mei, was ist heute schon gewiss? Doch wie erwähnt, ein schöner Bart macht dann doch ein wenig auf hart und nebenbei macht er einen gewöhnlich eindrucksvoll und gesteigert männlich. Doch solche Veränderungen quittiert das Umfeld notgedrungen und geht die Rede dieser Art, schaut sie, der Wolch hat jetzt einen Bart. Doch stimmt man zu in den Bewenden, er will damit eine Botschaft senden. Die Kreistagssitzung ansonsten friedlich, reagiert dazu ganz unterschiedlich. Weil mit sowas, da kannst du die Hinterbankler und die ewigen Winke-Wankler und sonstige Oppositionelle motivieren an solcher Stelle.
und stehen die Damen zusammen und tuscheln, wie die alten Weiber zusammen und nuscheln, als hätten sonst kein anderes Thema und keine anderen Probleme. Und auch die Mannsbilder sehen das recht kritisch und meinen, das war jetzt hochpolitisch. Und sagt der eine zum Nebenmann in dem Wirtenhaus, jetzt schaut er aber aus wie der Landkreis-Taliban. Einer so großen Behörde, wie dem Landratsamt vorsteht, das allein ist ja schon keine leichte Übung. Wie viele Beamte arbeiten in Ihrem Haus, hat neulich ein Pressefritze gefragt. Knapp die Hälfte, hat er gemeint. Mit ähnlichen statistischen Zahlen wird auch die hiesige Stadtverwaltung aufwarten können, ohne dass man ihr in irgendeiner Weise nahe treten möchte. Ja, die Stadt, von der ich spreche, hat ja immer schon seine eigenen Gesetze gepflegt. Allzu selten waren sich Rat und Bürgerschaft einig und fast immer kursierte die panische Angst vor Neuerungen. Der Traunsteiner salopp verallgemeinert, liebt es, wenn alles so bleibt, wie es ist. Jetzt hat er aber einen OB gewählt, der die Ärmel hochkrempeln will, sagt er wenigstens. Und Traunstein gescheiter machen will, sagt er auch. Da muss man das zitternde Bürgertum schon beruhigen, denn noch ist nichts passiert. Jugendzentrum ist beschlossen, derweil viel Wasser die Traun geflossen. Klimaziele hat man klar, wenn man es auf 3 kriegt, ist wohl schwer. Das Rathaus doch ist da gerade recht, wenn man Ökostrom haben möchte, doch das Rathaus doch allein wird es dann doch nicht tun. Wenn, und wird es dann auch keinen bringen, wenn der Rest der Welt das brisante Thema hinterstellt. Radfahrerfreundlich, würden wir gern sein, doch sage ich gerade, bei der Enge und bei dem Verkehr hast du als Radler schon dein Geschirr und meinst, du bist schon gleich ums Eck, dann fährt der Dame schon das Pedal noch weg. Es war ja in der Vergangenheit für eine Stadt wie Traunstein, die sich noch dazu große Kreisstadt schimpft, schwer hinnehmbar, dass das vergleichsweise viel jüngere Traunreit einwohnerstärker und somit größer war. Auf die Dauer ein untragbarer Zustand, den der neue OB schon zu Beginn seiner Amtszeit bestrebt war, abzuändern. Weil aber im besagten Fall der personelle Zuzug nicht gleich ausgereicht hat, um etwa ein Traun-Chicago in die Schranken zu verweisen, hat er zur Selbsthilfe gegriffen. Und zwar mit einer über Jahrtausende hinweg äußerst effizienten Methode, nämlich die Kinder selber machen. Und da wiederum ist ein alter Hut, dass ein Oberhaupt mit leuchtendem und überzeugendem Beispiel voranschreiten muss, um seine Schäflein in die richtige Spur zu bringen. Er hat dabei von dem Stadtwerke-Vorsitzenden vorgeschlagenen Plan, für einen Tag komplett den Strom abzuschalten, also einen Stromausfall, wie damals in New York oder San Francisco herbeizuführen, der die Stadt dann innerhalb eines Jahres um 20% einwohnermäßig anwachsen hätte lassen. Einen derartigen demografischen Kraftakt wollte er seiner Stadt dann doch nicht wieder zumuten. Und er hat gesagt, das mache ich selber. Chefsache sozusagen. Sowas kann im Einzelfall ziemlich mühsam sein. Aber zwei auf einmal, das ist dann schon wirkungsvoller, demografisch meine ich. Zwei Buben hat er ja schon gehabt und jetzt noch ein Zwillingsbuben oben auf. Da geht was voran. Und tatsächlich ist es jetzt gelungen, Traunreuth zu überflügeln. Allerdings gibt es da ein altes Sprichwort, das da lautet, 4 Buben ist einmal Haus anbrennt. Das war dann eher wieder ein städtebaulicher Rückschritt. Prost. Ja,
Trotz einseitiger Ernährung gedeihen die Himmelzwillinge prächtig und haben auch schon während ihres bisher kurzen Erdendaseins einiges bewirkt. Denn seit sie auf der Welt sind, gibt es in der Landstadt wieder kostenlose Windelsäcke. Familienfreundlich muss er sein. Wie er sie gleich zu Beginn seiner Amtszeit auf die Fahne geschrieben hat, der Dr. Hümmer. Er ist ja nicht nur familienfreundlich, er ist auch klimafreundlich, innenstadtfreundlich, fahrradfreundlich, gewerbeansiedlungsfreundlich, bezahlbaren Wohnraum freundlich und vieles mehr an Freundlichkeit. Nur museumsfreundlich ist er nicht. In Sachen Stadthistorie umgibt ihn scheint's keine Glorie. Geschichte, das liegt ihm nicht im Blut, da war er schon in der Schule nicht gut. Ich weiß zwar nicht, doch kommen sie mir für so um die Noten 3 bis 4. Deshalb hat er trotz einem Spender das Museum nicht auf der Agenda. Jetzt müssen wir uns halt üben in Geduld, bis er einbringt einmal seine Schuld. Aber in puncto Kultur ist er kürzlich mit dem Leiter, dem neuen Leiter der Traunsteiner Sommerkonzerte offenbar ein großer Wurf gelungen. Das Niveau der beliebten Konzertreihe scheint gerettet zu sein, wenn nicht gar gesteigert. Und was aus der städtischen Musikschule hervorgeht, das hat ja ohnehin hohen Standard. Also da hat sie ja wahrscheinlich auch schon beteiligt können. Man glaubt ja nicht, welche verborgenen musikalischen Talente in den feuchten Winkeln der Stadt schlummern. Im vergangenen Advent ist nach altem Herkommen eine Klopfergruppe durch die Stadt gezogen und hat den Preisstiefelwirt aufgespielt. Dabei hat der mittlere Flötenspieler nicht nur voluminös herausgeragt, er hat auch sein Flötenspiel so virtuos beherrscht, dass Zuhörer gemeint haben, derselbe kann jederzeit als Soloflötist bei großen Konzerten auftreten. Der Seiler Bernhard, den ich jetzt da gemeint habe, der ist der überschütteten Ehre etwas verlegen worden, hat aber verlauten lassen, dass er es bei seiner bisher erlernten Kunst belassen will, um seine Flöte und vielleicht auch die Ohren der Zuhörer nicht unnötig zu quälen. Ja, der groß angelegte und groß aufgehangene Bürgerentscheid Klimaziele 2040, der ist ziemlich misslungen. Dem Bürger ist nicht klar geworden, wer da in der Suppe umeinander rührt. Gegen Klimaziele ist nichts zum Sagen. Da muss was geschehen. Lieber heute wie morgen. Darum war der Stadtratsentschluss okay, doch muss man dann dahinter stehen und nicht die Folgen von dem Ganzen verantwortlich die Leute zuschanzen. So quasi, es habt ihr das so wollen, also seid Staat und dort brav zahlen. Das haben die Leute dann durchschaut und haben den Frieden nicht mehr traut. Mit Folge, wie sich selbst versteht, dass eine Abstimmung dann in die Hosen geht. Ja, und jetzt? Jetzt wird es wird halt ohne Zustimmung umgesetzt, weil es alternativ nicht anders geht, wie jeder Vernünftige versteht. Doch die Moral von der Geschichte, nehmt die Bürger in die Pflicht für so ein wichtiges Unterfangen, Generationen später werden sie entgangen. Aber erweckt es nicht die Betrachtung einer kollektiven Sippenhaftung. Und dort seien die Entscheidungen auch dran. So viel Courage wirst du dann schon haben. Ja, im städtischen Pressebüro, da kannst du auch hier und da was erfahren. Der Debattierclub Seltsame Einigkeit, der in regelmäßigen Abständen üblicherweise im großen Sitzungssaal des Rathauses oder im Landratsamt tagt, befindet sich derzeit beinahe vollzählig in ärztlicher Behandlung. Als Erkrankung wurde eine Art Muskelzerrung im oberen Nackenbereich diagnostiziert, hervorgerufen durch das ständige kollektive und parteiübergreifende Abnicken bei den Sitzungstagesordnungspunkten. Um die bis zum Jahr 2040 angesetzten Klimaziele zu erreichen, wird nun von Seiten der Verwaltung die Möglichkeit geprüft,
zwischen Rathaus und Oswaldkirche eine Windkraftanlage zu installieren. Den Messungen haben ergeben, in diesem Bereich zirkt 24 Stunden am Tag. Um die Bürger nicht unnötig der Höhenangst auszusetzen, geben die Stadtoberen in einigen Fällen bestimmte Vorgänge nicht mehr preis, sondern bewahren sie als gut gehütete Geheimnisse für sich. Es handelt sich dabei um die Höhen der Kosten für die Klimaneutralität und um die Höhen der Salzachinselbebauung. Transparenz ja, aber alles muss der Bürger dann auch nicht wissen. Ja, mei, die Traunsteiner waren alle so stolz auf ihre Ikonen, auf ihre Vorzeigepersonen aus fremden und eigenen Reihen mit hohen und niederen Weihen. Auf den Ludwig Thoma haben sie geschworen, doch der hat jetzt sein gutes Image verloren. Auf den Turmvater Jan, der steht auch momentan in der Kritik. Und der Papst Benedikt zurzeit macht da auch keiner Freude. Man fliegt ja ans Zeug, den Ikonen. Man hat halt jetzt gerade noch berüchtigte Personen aus fremden und eigenen Reihen mit hohen und niederen Weihen. Und damit sind Illusionen ganz schön zerronnen. Die Geschichte mit dem ehemaligen Papst Benedikt, die ist ja besonders tragisch. Da tut er mir jetzt aber schon richtig leid, der Benedikt. Ja, wie kann er aber auch so ungeschickt an der Wahrheit vorbeigehen? Der Gralshüter der Wahrheit. Hat denn der kein Politiker als Berater vom Schlage eines Helmut Kohl oder Andi Scheuer an der Seite, der ihm das ABC beibracht hat, wie man liegt, ohne dass einem was reinkommt? Man sagt doch da, daran kann ich mich nicht erinnern oder da hatte ich wohl für einen kurzen Moment einen Blackout oder nur banaler, das weiß ich nicht mehr, das ist schon so lange her. Solche Antworten sind in jedem Fall glaubhafter, ja haben sogar etwas rührend Menschliches an sich, denn jedermann weiß, sowas kann passieren. Er hätte ja auch sagen können, zum besagten Zeitpunkt befand ich mich gerade in der Kantine bei einem Blutwurstgrößtel und einer halben Weißbier vom Hofbräu aus Traunstein. Hätte man ihm sicher abgenommen, man kennt ja seine Vorlieben. Aber so eine Anfängerunwahrheit, das ist enttäuschend. Wahrscheinlich hat er in seinem ganzen langen Leben das erste Mal nicht ganz die Wahrheit gesagt, der Emeritus. Und wie gesagt, ohne eingeübten politischen Rat geht sowas dann daneben. Der Genswein hat eh eilig eine Botschaft zum Himmel aufgeschickt. Sie möchten doch so gut sein und einen Politiker runterschicken. Aber der Petrus ist sämtliche Haupt- und Nebelhimmeln abgelaufen. Meinst du, der hätte einen Politiker gefunden? Nein, mein Lieber, nicht einen. Die sind alle in einer Riesenkoalition zusammen mit den Banker und Aufsichtsräte und Advokaten im Fegfeuer beieinander gesessen und haben die Erlösung geharrt, die aber nicht kommen wird, weil kein Politiker auf Erden ist bereit, für seinen Vorgänger ein Stoßgebet aufzuopfern. Und damit ist jetzt die Geschichte nicht ausgestanden. Man überlegt ja bereits, ob man nicht die Bezeichnung Papst-Benedikt-Platz wieder tilgen soll. Bei einer eventuellen Umbenennung würde dann logischerweise der alte Straßenname Ludwig-Thoma-Straße wieder in den Vordergrund rücken. Aber der steht ja auch schon auf der Abschussliste der Moralisten. Und die alternative Turnvater Jan, ja, wo schon ein Denkmal an der Ecke steht, um Gottes Willen, gerade die nicht, der ist ja antisemitisch auch nicht ganz sauber. Ja, und der Thomas Bernhard geht auch nicht. Der gibt seine Stirn nicht mehr her, seit er renoviert worden ist, der alte Nestbeschmutzer. Ja, sagt einmal, habt ihr als Traunsteiner überhaupt nur jemanden, zu dem ihr aufschauen könnt? Bewerber gesucht, kann man da gerade sagen. Nein, Sie sind nicht in der engeren Auswahl, Herr Dr. Hümmer. Ich weiß schon, Sie täten Sie da gern anbieten, aber leider sind Sie auf der Liste der Anwärter ziemlich weit hinten. Ja, da ist sogar noch der Dr. Ramsauer vor Ihnen. Obwohl man eigentlich einen durch so überlange Aufenthalte in Berlin schon ziemlich verpreißelten Bayern nicht gern in die Erinnerungskultur mit einbezirkt.
Aber immerhin kehrt er, seit er durch sein Zutun der Stadt mit einer 500.000 unter Daumen gegriffen hat, zu den aussichtsreicheren Vorrückern. Ja, mei, es ist halt alles im Wandel momentan, auch die Medienlandschaft. Die Printmedien haben im Online-Zeitalter zunehmend Zukunftssorgen. Gibt es in 30 Jahren noch eine gedruckte Zeitung? Unter diesem Aspekt hat kürzlich eine P-Seminarklasse des AKG eine Umfrage gestartet. Dabei ist rausgekommen, dass sich doch noch ein erheblicher Prozentsatz der Bevölkerung ans Papier festklammert, vor allem die ländliche. Heute ist einmal wieder was Gescheites drin in der Zeitung, so wie ein Bauer vor der Brotzeit auf dem Feld gesagt haben. Heute ist einmal was Gescheites drin. Ein Ranken gesagt, ein Stück Käse und ein Scherz Bauernbrot. Man braucht also doch noch eine gedruckte Zeitung. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Vor kurzem sind ja die Pläne für den Campus Chiemgau einsehbar geworden. Eine fantastische Bildungsstätte für das Handwerk wird da entstehen, in der sogar noch die alte marode Gierderhalle eine Überlegungsschande kriegt. Eine derart geniale Planung sollte man eigentlich dem Architekten mit einem Sonderbonus zubilligen lassen. Aber den hat er ja wahrscheinlich eh schon eingerechnet. Das schaut ja jetzt alles nach einer Erfolgsgeschichte sondersgleichen aus. Da können jetzt dann die mittelständischen Betriebe künftig auf akademisch vorgebildete Handwerksburschen zurückgreifen. Hoffentlich dann aber nicht nur auf solche, die sie aus Überbildung mit dem Hammer vorher dreimal auf den Finger gehauen haben, bevor sie einen Nagel in die Wand reinbringen. Bildung, das ist das Brot der Gegenwart und natürlich auch der Zukunft. Ohne entsprechende Bildung kommt ja heutzutage nicht einmal ein Politiker ganz aus, wo er so oft dann auch wieder nicht braucht. Und Sie werden es vielleicht nicht glauben, einen geringen Prozentsatz an Bildung braucht er stark beredner. Das sage ich deshalb, weil es sein könnte, dass das vielleicht noch niemand aufgefallen ist. In diesem Sinne, Nahrad, Prost Nahrad und nichts für ungut und gute Besserung für ein anderes Mal. Schwärmen so wie. Das hat der Albert wieder hervorragend zusammengeschrieben. Ich bin ja heilfroh, dass der Albert meine Lage in Berlin so genau einschätzen kann. Aber da müssen wir jetzt einfach überwintern und wie er gesagt hat, ein Märzwinter kann da schon wieder die Bewegung irgendwann aus der Opposition rausbringen. Jetzt sitzen wir heute wieder praktisch digital beieinander, wo wir heuer doch wieder richtig zusammenkommen wollten beim Starkbierfest. Aber eins ist gewiss, nächstes Jahr machen wir es wieder richtig. In diesem Sinne, Prost beieinander und jetzt trinken wir gescheit. Ach, so ein gutes Starkbier. Da freue ich mich auf nächstes Jahr. Alles Gute, euer Peter. Erstmal Prost. Heuer hoffentlich das letzte Mal digital. Ich möchte euch schon alle ganz gern mal wieder in echt sehen. Zurzeit fragen mir viele Leute, habt ihr das eigentlich geschafft, dass ihr bei den Grünen so viele regierungstaugliche Menschen habt? Tja, ein paar haben mir gesagt, habt ihr euch die geschnitzt oder gestrickt oder gekeckelt? Dann sage ich immer, ja, das kannten wir alles ganz gut. Und früher haben wir bei unseren Parteitagen ja wirklich immer gestrickt. Aber wir haben da ein anderes System. Wir haben da unseren grünen Schnuller. Und das hilft was. Dadurch haben wir keine Nachwuchsprobleme. Im Gegensatz zu manch so anderen Parteien. Weil bei uns gibt es nämlich ganz viele neue Mitglieder und die sterben uns nicht einfach so weg wie bei den anderen. Also, Prost! Und vor allem auf Europa und auf eine friedliche Welt.
Ich glaube, das ist heute wichtiger. Lieber Albert, ein herzliches Vergeht's Gott. Keiner haut so feinsinnig, so grob ein wie du. Ja, die Luise. Mit der Luise Kinseher haben wir letztes Jahr einen Film gedreht. Also nicht mir, sondern unser Bier. Unser Weißbier, genauer genommen. Zusammen mit Sigi Zimmerschied bei dem Film Weißbier im Blut. Und jetzt wissen wir auch, warum diese Frau so gescheit und so fesch ist bei dem Titel. Und es war in dem Wirtshaus, aus dem meine Großmutter ausstammt, aus Niederbayern. Die Mama Bavaria vom Nockerberg zeigt uns heute in ihrem Programm aus ihrem aktuellen Kabarett Mama Mia Bavaria ihre Sicht der Dinge. Dafür hat sie sich in ein weit entferntes extraterrestrisches Observatorium inmitten ihres großen Herzens begeben. Wir sind gespannt und heißen dich ganz herzlich willkommen in Traunstein. Vielen Dank. Ja, und ich freue mich erst, dass ich da bin. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also ich habe ja gerade gesagt, die meisten kennen mich ja noch als Mama Bavaria vom Nockerberg. Ich habe ja da immer diese Reden gehalten, habe an dieses Politiker-Geschwerl hingeredet, wie an taube Ochsen. Ich habe dann irgendwann damit aufgehört, es hat ja auch nichts genutzt. Gut, ich habe auch nicht ahnen können, dass es noch schlimmer wird, aber ich freue mich, dass ich bei euch bin. Und wenn ihr euch da so sitzen seht, gell, Herr Bürgermeister, Herr Landrat, also nein, da bin ich richtig, wenn ihr euch sitzen seht mit eurer, doch sage ich jetzt einmal, verhältnismäßig ja, politischen Bedeutungslosigkeit. Da weiß ich bin richtig in Traunstein. Ich kümmere mich um euch als Mama Bavaria. Warum? Weil ich es kann. Und ihr müsst euch überhaupt gar keine Sorgen machen, ich bin ja jetzt doch schon, also in meiner Reinkarnation, das ist schon meine siebte Reinkarnation als Mama Bavaria. Ja, es macht außer mir keine mehr. Die Europa, die hat gesagt, sie steht nicht zur Verfügung, sie hat viel zu früh viel zu viele Kinder bekommen, sie fühlt sich wie eine ausgezuzelte Milchkuh. Und die Germania habe nicht einmal ich kennengelernt, die ist irgendwie ausgewandert. Die lebt angeblich in Südamerika. Sie will mit Deutschland nie wieder was zu tun haben. Also wer soll sich kümmern um diese Welt? Da habe ich mir gedacht, dann mache es halt ich, die Mama Bavaria. Warum nicht rein in eine Reinkarnation? Und ich habe mir dann schon gedacht, also ich war ja immer Wirtin, weil ich immer gesagt habe, das Wirtshaus ist die Keimzelle Bayerns. Da kann ich als Mama am allermeisten ausrichten. Da habe ich gedacht, naja gut, jetzt im 21. Jahrhundert probierst du es einmal anders. Schaust einmal, vielleicht wärst du mal was Gescheites. Aber ich dachte, ich komme auf die Welt und werde bayerische Ministerpräsidentin. Ja, danke. Ihr seid ja Schneespanner, ganz klar. Ja, ihr seht es ja, ich bin's nicht. Also es ist ja tatsächlich so, dass ich unter diesem lächerlichen Pseudonym Luise Kinseher auftrete, das ist eine reine Notlösung. Dabei habe ich mich wirklich gut vorbereitet und gedacht, also um jetzt in Bayern Ministerpräsidentin werden zu können, musste eigentlich bloß in die CSU, dann kannte ich schon flutschen. Ich bin ja aus Geiselhöring, Niederbayern. Bei uns ist das Getreidesilo höher wie der Kirchturm. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Das Parteibuch ist gleichzeitig der Geburtsschein. Da wirst du praktisch bei uns, wirst du schon bei der Geburt in die CSU hineingeboren. Aber wie ich dann auf die Welt gekommen bin, Ende der 80er Jahre, da hatte...
Das habt ihr jetzt gespannt, oder wer? Na, ganz gut. Also Ende der 80er Jahre, da hatte die CSU in Geiselhöring über 100%. Und wir dann ihr dazugewollt haben, gesagt, oh, das tut uns jetzt leid, die CSU ist voll. Die haben mich nicht genommen. Ich bin dann sogar noch mal persönlich reinmarschiert in die CSU-Zentrale in München und habe ihnen gesagt, wer ich bin. Habe ich gesagt, grüß sei, habe ich gesagt, ich bin's, die reinkarnierte Mama Bavaria, die Urmutter von mittlerweile 16 Millionen bayerischen Kindern. Ich werde jetzt bayerische Ministerpräsidentin. Wisst ihr, was die zu mir gesagt haben? Haben gesagt, okay, Mama, bei so vielen Kindern bleibt daheim. Lass mir wieder klappern. Es ist ja Wahnsinn. Dann ist es mir natürlich gesagt, ist ja logisch, das ist also Frau und Macht in Bayern. Wann hatte denn Bayern jemals eine große, bedeutende bayerische Königin? Sowas haben wir ja nie gehabt, wie die Maria Theresia oder Katharina die Große. Bayern hatte nie eine wirklich mächtige, bedeutende bayerische Königin. Das Einzige, was wir ungefähr in der Richtung gehabt haben, war der König Ludwig II. Gut, später dann noch die großen bayerischen Diven, Rudolf Moshammer, Patrick Lindner. Aber eine bayerische Königin, weißt du, das tut mir heute noch, da muss ich warnen, wenn ich da drohe, dass unsere Sissi, eine bayerische Prinzessin, wird dann Kaiserin, aber in Österreich. Was ist denn das für eine Verschwendung von unseren weiblichen Ressourcen? Da stinkt mir heute noch. Ja, ist doch so. Aber gut. Also, jetzt muss ich aber versteht das mir alle, oder? Schon. Ja, weil das ist wichtig, dass ihr mich alle versteht, dass wir, das ist mir immer das Wichtigste, ich sag, wenn ich bei Leib bin, dass wir eine Sprache sprechen, nämlich meine. Sprache ist so wichtig, es ist ja schon in der Bibel, steht es ja schon drin, am Anfang war das Wort. Gut, natürlich sagen zu mir immer so, manche Bayern sagen immer, Mama, das stimmt überhaupt nicht, in Bayern ist es anders, in Bayern war nicht ein Wort, da sind drei Wörter, waren da am Anfang, drei Wörter, wir sind wir. Dann sage ich, meine lieben Kinder, das ist nicht wahr, ich muss wissen. Ich war dabei am Anfang von Bayern. Da war nämlich hier überhaupt nichts. Nichts, nur Wald und Wildnis, sonst nichts. Und fünf Waldschratzen habe ich gehabt. Fünf Waldschratzen, ein Bäder, ein Wickerl, ein Harald, die Sandra und die Chantal. Und die haben sie überhaupt nicht unterhalten. Die waren den ganzen Tag hackedicht von den Schwammerl. Also wie ich damals auf diesen weißen Fleck auf Google Maps drauf geschaut habe, habe ich mir gedacht, bis das mal Bayern wird, das kann noch dauern. Und dann, und die steht heute auch in keinem Geschichtsbuch und die stinkt da mal so, weil das kein Mensch mehr weiß, das war ja quasi die Geburtsstunde Bayerns, wie die Sandra. Also die Sandra, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das wundert mich heute nur, wie es das, also, weil Sandra, die war ja, wie soll ich sagen, also die war nicht schön. Das war so ein richtiger Trampe, kannst du sagen, weißt du? So eine richtige, kreisliche, fette Zunzel war das, die Sandra. Und deshalb, also ich muss euch ganz ehrlich, wenn ich heute noch drohe, mit diese Blunzen, kommt die auf einmal mit einem Römer daher, gell. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Die Sandra und ein Römer, ich meine, der konnte Latein und war gewaschen. Und dann stellt sich auch noch raus, war der mit einem ganzen Trupp da damals, römischer Straßenbau in Bayern. Ich habe mir nur gedacht, ich hätte Italiener, gell, jetzt geht was vorwärts in diesem Land. Und dann habe ich mir gedacht, die brauchen jetzt eine Heimat, die müssen jetzt unbedingt da bleiben, die brauchen was zum Essen, die brauchen was zum Trinken. Und so kam ich damals auf die Idee mit dem Wirtshaus. Ich war damals schon die erste Wirtin im ersten bayerischen Wirtshaus in Bayern, dem Mamma Mia Bavaria, rund um die Uhr. Warme Küche, keine Sperrstunde, alle herzlich willkommen. Da könnt ihr euch vorstellen, wenn wir die da alle reingedruckt sind, die Römer. Du, alle sind bei mir im Wirtshaus gesessen und dann ist doch erst bei mir im Wirtshaus die bayerische Sprache entstanden, aus dem Lateinischen. Aus alia jacta est wurde später Bascio. Aus veni vidi vici wurde wer co der co. Und aus Nomen ist Omen wurde scheiß da nix, dann fällt da nix. Da, wusste, dass das einmal klar ist. Das weiß heute kein Mensch mehr.
Weißt du? Und natürlich war das dann so, ich meine, wenn es damit diese bayerischen Wirte, das war damals, mein Wirtshaus war der Hotspot. Du, natürlich sind die von überall hergekommen. Da sind ja dann plötzlich bei mir Leute umeinander gesessen, hat sich die Sprache natürlich ein bisschen weiterentwickelt. Das siehst halt auch, das bayerische Wort Flitscherl kommt aus dem hochdeutschen Flittchen. Der Weiberer aus dem Angelsächsischen, the wife. Dann das Canapé ist französisch und heißt übersetzt Canapé. Und bedeutet Sofa und kommt wiederum aus dem Arabischen. Jetzt, wenn du heut auf Barbarisch sagst, der Weiberer hockt mit seinem Flitscherl auf dem Canapé, dann sprichst du drei Sprachen. Deutsch, Französisch, Englisch und kennst dich auch noch aus in der arabischen Kultur. Da sage ich mal zu meinen Bayern, sage ich mal, meine lieben Kinder, jetzt bedenkt doch, wacht doch einmal auf, der Bayer ist im Grunde seines Herzens, ist er ein Kosmopolit. Ja, darum versteht der Bayer doch auch in China jedes Wort, er kann es halt bloß nicht ins Hochdeutsche übersetzen. Naja. Aber ich sage ja, das ganze alte Geschichtswissen, das geht so verloren. Das ist also wirklich, und da sage ich ja, bei mir im Wirtshaus damals, in Mamma Mia Bavaria, ist doch dann Bayern erst entstanden. Was meint sie, wer da bei mir umeinander gesessen? Natürlich die Römer, ein paar Restkelten haben auch noch gehabt, ein paar Langobarden sind umeinander gesessen, ein paar besoffene Druiden. Von überall her waren die Leute bei mir im Wirtshaus zusammengeguckt und die haben doch nicht bloß gesoffen und gegessen. Und meine Waldstraßen, der Peter und der Wickerl, die haben dann auch noch angefangen, so Balztänze aufzuführen. Später ist dann, also die haben sie sich vom Auerhahn halt im Wald abgeschaut. Später ist der Schuhplattler draus geworden. Aber das ist eine andere Geschichte. Verstehst? So ist Bayern entstanden. Und mir war es so recht damals, ich als Mama, ich habe mir so gefreut, weil ich habe doch immer zu meinen Waldschratzen, habe ich doch immer gesagt, habe ich gesagt, bitteschön Kinder, eins müsst ihr, bitteschön Kinder, bloß nie untereinander, das gibt Deppen. Und darum bin ich ja dann einmal, natürlich kommen dann immer wieder Leute zu mir her, die sagen dann, ja, also die Mama Bavaria, sag einmal, hast du keine Angst, dass der Bayer irgendwann ausstirbt? Dann sage ich, also erstens einmal ist es so. Was sich wirklich über all die Jahrhunderte überhaupt nicht verändert hat, ist, dass die Menschen sich verlieben, heiraten, Kinder kriegen. Das ist für mich, ich meine, gut, freilich, man heiratet heute ja völlig anders wie früher. Also das muss ja, also heute heiratet man ja gern mit einem Wedding-Planner. Also da muss ja dann rote Rosen regnen und Herzluftballons fliegen durch die Luft. Ist ja klar, dass das dann auch eine Liebeshochzeit wird, gell? Ja. Zum Mittagessen gibt es dann eine erotische Liaison aus Vollkornnudel und Trüffelschaum und wenn die Rechnung kommt, bist du insolvent. Das war früher anders, da ist halt nach der Hochzeit die Braut gestohlen worden und bis die wieder auftaucht ist, war der Rest von der Gesellschaft besoffen. Und das war es im Wesentlichen. Und das waren dann also Ehen, also das waren dann also Paare, wirklich. Also die sind halt dann am nächsten Morgen in ihrem Ehebett nebeneinander aufgewacht, haben sich angeschaut. Und jeder gesagt, naja, gut. Wegen dir liegen zu bleiben, lohnt sich jetzt nicht. Da kann ich auch arbeiten gehen. Tja, und das ist der Grund, warum Bayern wirtschaftlich so groß geworden ist. Und natürlich lernen sich die Menschen heute natürlich auch ganz anders kennen wie früher. Das macht man heute meistens übers Internet, Parship oder wie das Zeug heißt und so. Und dann, gut, da gibt es diese Listen, das ist schon praktisch. Da kann man vorher sehr viel abklären. Also Sachen wie, also er fährt gern in die Berge, sie auch. Er hört gern Andreas Gabalier, sie hat auch keinen Musikgeschmack. Er lässt beim Sex gerne das Licht an, sie macht gern die Augen zu. Da sagt dann der Computer, passt, das ist Liebe, da könnt ihr jetzt auch heiraten. Das war früher, also bei, also früher auch anders, da haben sie die Leute ja bei der Fahnerweih kennengelernt oder bei der Kirchweih oder was. Und diejenigen, die dann
im Herbst immer noch alleine am Wegesrand gestanden sind. Die hat bei uns in Bayern der sogenannte Schmuser vermittelt. Der Schmuser, also Heiratsvermittler, kannst du sagen, ja, der hatte natürlich schon enorme Fähigkeiten, der musste viel schön reden können. Der hat dann so Sachen gesagt, jetzt geh, komm, jetzt stell dich doch nicht so, die Katte. Was ist meine Katte? Die Katte, die hat doch keinen Buckel. Das ist die dritte Brust. Halt hinten, weil vorhin kein Platz mehr war. Oder, ja, der Anderl, ich weiß schon, der Anderl. Der Anderl, der sorgelt zwar ein bisschen, aber das hat den Vorteil, wenn du mal alt bist und nichts mehr siehst, also siehst, weißt du immer, wo er ist. Und diese Ehen, die haben dann auch ein Leben lang gehalten. Und wenn es dann wirklich da mal nach 50, 60, 70 Jahren Eheleid den ersten aus der Kurve getragen hat, ist ihm der andere ganz schnell nachgefolgt, weil er gesagt hat, dass du mich los wärst, kann ich da nicht. So war das. Darum sage ich einmal, weißt du, Bayern, also die Bayern, die sterben doch bestimmt nie aus. Und ich sage immer, das hängt eigentlich hängt einzig und allein am Schurblattler. Also solange das funktioniert bei uns, das ist ja, ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst, das haben wir jetzt sogar wissenschaftlich erwiesen. Tust du Schurblatteln? Ja. Ja, sechst das. Kehrst mir schon. Nein. Weil das ist ja, also ihr kennt ja vielleicht diese Bewegungsform aus China, das Qigong. Das ist ja diese Bewegungsform, wo man ja davon ausgeht, dass der Mensch jetzt nicht nur aus seinem Körper besteht, sondern auch aus Energie, Energiebahnen im Körper, außerhalb vom Körper. Und da stellt man sich ja vor, dass man dann bei diesem Qigong mit diesen Bewegungen diese Energien in Harmonie bringt und so weiter. Und mittlerweile kann man diese Energie jetzt sogar messen. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass beim Schurblattler nichts anders passiert. Also wenn bei uns in Bayern also Schurblattler im Kreis tanzen und die Madeln dran sehen und die Buben machen also diese Bewegungen, dass also aufgrund dieser stereotypen Bewegungen von diesem Tanz entsteht innerhalb von diesem Tanzkreis ein energetisches Vakuum, das die Touristen wiederum ansaugt. Und warum heißt in Bayern der Tourist Tourist? Weil er in einer Tour ist. Und zwar im Wirtshaus. Verstehst? Und so schließt sich wieder der Kreis. Die Leute gingen ins Wirtshaus. Ne? Und ich habe immer gesagt, bloß nicht untereinander. Das ist, ja, weißt du, so ist doch, ich meine, was macht denn bitte der Bayer, wenn er will, dass sein Land wächst und floriert? Was macht er denn dann? Wir fahren doch nicht irgendwo hin und erobern irgendwelche anderen Länder. Nein, der Bayer macht es nicht, der geht ins Wirtshaus und schaut, was vorbeikommt und das wird dann zusammengewickelt. Ja, ist doch so. Der Bayer erobert nicht, sondern lockt an. Das ist unser Geheimnis. Weißt? Und darum verstehe ich mich. Ja, die sterben aus, die sterben aus, die Bayern. Also, das kann nur an einem verminderten Bildungsstand liegen oder was. Was ist denn? Ich bin ja sowieso entsetzt. 99% der Bayern glauben, dass König Ludwig II. Im Starnberger See ertrunken ist. Der König Ludwig, der hatte das goldene Seepferdchen. Also ich weiß wirklich nicht. Und dann in der, das habe ich neulich, in der Süddeutschen Zeitung ist das drin gestanden, da habe ich mir gedacht, ja, da sagst du das wieder, das ist heutzutage diese Orientierungslosigkeit, da brauchst du nicht wundern, wenn das ganze alte Wissen verloren geht, weil die Leute alle, also es war so, ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt? Also eine Gruppe Jugendlicher, 14, 15 Jahre, Münchner Gymnasiasten, die hatten also eine Aufgabe bekommen, wahrscheinlich mit Projekt Survival in Bayern, ich weiß es nicht. Also die mussten zu Fuß
von München, vom Deutschen Museum nach Lenggries gehen. Also wer sich auskennt, du musst einfach bloß stur die Isar entlang gehen. Also solange die Isar da ist, kann dir nichts passieren. Irgendwann bist du in Lenggries. Alles klar soweit, oder? Also, das waren völlig normale Münchner Gymnasiasten, ausgestattet mit Multifunktionsunterwäsche und einer veganen Leberkässemi, aber ohne Handy. Das war für die im Leben die erste Nahtoderfahrung. Für junge Leute heißt ja Tod nicht, dass der Tunnel am Ende weiß wird, sondern dass der Bildschirm vorne schwarz bleibt. Also wenn ich jemals als Mama Bavaria aufs Handy angewiesen gewesen wäre, dann wäre Bayern heute kein Freistaat, sondern eine WhatsApp-Gruppe. Aber so weit. Jetzt war es ja so, dass tatsächlich nur zwei von diesen Jugendlichen es bis nach Lenggries geschafft haben, aber auch nur deshalb, weil sie eine Mutter im SUV aufgegriffen hat und hingefahren hat. Die anderen, die blieben irgendwo auf der Strecke. Ich vermute mal, die haben irgendwo ein Karnickel gesehen, haben sich gedacht, das ist bestimmt ein Emoticon, nichts wie hinterher, das muss zurück ins Handy. Ich weiß es nicht. Aber da brauchst du dich natürlich nicht wundern, dass manche Menschen so wirr und dann denke ich mir einmal, ja, was meinst du denn eigentlich jetzt genau, was jetzt da aussterben soll, wenn die Bayern, also, wenn ich, weißt du, wir Bayern, wir sind doch so unterschiedlich, wir sind so ein buntes Volk, ich brauche bloß euch ein paar Hanseln da, also, wir haben schöne Leute, wir haben greisliche Leute, ne? Junge, alte, Preisen und normale Leute, also, ich sage immer, am besten siehst du, wie bunt die bayerische Gesellschaft ist, siehst du an unsere Dirndl. Wir haben eine traditionelle Dirndl, wir haben eine moderne Dirndl, wir haben eine Rüschendirndl, wir haben eine Burka-Dirndl und wir haben die Einwegdirndl vom Lidl, die der Trägerin nach der dritten Masse mitsamt ihrer selber von selber zusammenfallen. Da sage ich mir ja, also ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Angst, dass die Bayern aussterben, weil ich denke mir, die seid auch gerade im Moment. Wisst ihr, wann ich Angst gehabt habe, dass wir aussterben? Das ist schon 500 Jahre, das ist also zur Gründung von der Brauerei ungefähr. Der Krieg, die Pest, die Cholera, da hat ja hier damals fast niemand mehr gelebt nach dem 30-jährigen Krieg. Das war alles hier leer gefegt. Da habe ich mir gedacht, na, jetzt ist es soweit. Und dann auch noch meine lieben Kinder, die Kirche mit ihren Regeln. Ich habe gar nicht gewusst, wie die paar Leute, die wir da noch gehabt haben in Bayern, wie die überhaupt noch einen Nachwuchs herbringen sollen. Du hast ja nicht dürfen. Ne? Also nur, nur von vorn, am Sonntag hast du gar nicht dürfen, von hinten auch nicht. Kennst du das? Ja, das kennst du ja nicht, oder, von der Bayerin von Traunstein. Das kennt, wie die völlig aufgelöst, voller Schuldgefühle zum Pfarrer rennt und sagt, Herr Pfarrer, Bitteschön, Sie müssen mir helfen, mein Mann und ich, wir haben so schwer gesündigt, wir haben am Sonntag und das auch noch von hinten. Da sagt der Pfarrer, um Gottes Willen, von hinten. Dann hat das Kind ja keinen Kopf. Den muss ich jetzt noch von vorne drauf machen. Ja, Das haben die Leitführer das glaubt. Was glaubt ihr, wenn ich da nicht gewesen wäre? Wenn ich nicht meinen Kindern, meinen Bayerischen immer wieder eingebläut hätte, dass es wenigstens auf der Alm oben keine Sünde gibt und dass man in ein bayerisches Schlafzimmer nicht nur durch die Türe, sondern auch übers Fenster hineinkraxeln kann. Na, aber Bayern schon vor 500 Jahren ausgestorben. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, ach ja, die Bavaria, ach, das sagt sie jetzt ja nur, weil sie wahrscheinlich der heiligen Maria neidig ist, weil sie ja die eigentliche Patrone Bavaria ist. Also ein für alle Mal. Ich bin der heiligen Maria überhaupt nichts neidig. Bloß, dass das einmal klar ist. Überhaupt nichts. Ich habe immer gesagt, das Heilige, das gönne ich ihr. Ich brauche kein Ave Maria. Mir reicht ein Prost. Und ich meine, Bayern und die Kirche waren ja immer eine wunderbare Symbiose, oder? Also wenn ich mal überlege, das hat doch immer gut gepasst. Früher hat es in jedem bayerischen Dorf, hat es neben der Kirche garantiert ein Wirtshaus gegeben. Da, wenn du in die Kirche gegangen bist, hast du automatisch auch das Wirtshaus gefunden. Das ist einfach so gewesen.
Und wenn die Kirche gesagt hat, sie weiß den Weg ins Paradies, habe ich gesagt, ja genau, ins Wirtshaus. Weißt? Und ich meine, wenn du schon sowas wie eine wirkliche bayerische Wahrheit suchst, dann geh ins Wirtshaus. Da herrschen die drei bayerischen Grundgesetze. Das bayerische Äquivalenzgesetz, Leben und Leben lassen. Die bayerische Mengenlehre, hock die her, dann sind wir mehr. Und das Gesetz der flexiblen Masse, ein bisschen was geht immer. Ich sage immer, und damit komme ich auch schon zum Ende, ich sage immer, so ein bayerisches Wirtshaus, weißt du, das ist eigentlich, ja, das ist die Keimzelle des menschlichen Miteinanders, der Toleranz. Natürlich haben wir mehr Wirtshausschlägereien, aber die dienen doch nur der Aggressionskontrolle. Beim Schafkopfer, da lernen wir soziale Kompetenz. In ein gescheites bayerisches Wirtshaus, da gehört ein Tanzbund, da gehört ein Blaskapein, ja, da gehört eine Bühne. Das fördert die Kreativität. Aus moderner pädagogischer Sicht ist ein bayerisches Wirtshaus vergleichbar mit einer Montessori-Kindertagesstätte. So. Und jetzt kommt sie gleich wieder drauf. Deshalb bleibt mir als Mama Bavaria nur noch eines übrig. Ich mache jetzt einfach wieder ein Wirtshaus auf. Genau. Ich fange wieder von vorne an und zwar mit diesem Bier. Vielen Dank für die Einladung. Prost! Warte mal noch. Liebe Mama Bavaria, was für eine Ehre, dass du heute runterkommst zu uns in dieses unbedeutende Traunstein. Aber dafür hast du ein dankbares Publikum gehabt. Ja, ganz ein dankbares. Und falls sich die CSU-Zentrale in Minger weiterhin nicht nimmt, wir in Traunstein sind immer für dich da. Herzlichen Dankeschön. Dank. Sind die jetzt für mich oder die was? Die sind für dich. Dankeschön. Also, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Aber das ist jetzt, nein, da muss ich jetzt nochmal. Vielen Dank für die Blumen, das freut mich jetzt. Nein, weil das ist ja immer, also wir Frauen, klar, kriegt man da Blumen und das ist dann einfach auch so eine, ja, so eine schöne Geste einfach, weil du sagst, du kannst dir daheim hinschauen, hast ein paar Blumen in daheim und so. Ich hab neulich mit dem Helmut Schleich geredet. Der Helmut, der hat auch für eine Brauerei, der hat eine 50 Liter Fassel gekriegt. Da muss ich jetzt sagen, in Bayern ist die Welt noch in Ordnung. Da wird noch zwischen Mann und Frau unterschieden. Aha. Ja. Man kann natürlich dann einfach so lange nicht gehen, bis es kapiert, der Brei. Ne? Steht er schon lange hinter deinem Auto. Ich habe von einem 50 Liter Fassel geredet. Prost. Prost. Gutes Bier habt. Prost. Vielen Dank. Magst du das nicht nochmal anders überlegen? Du, weißt du, was ich tat? Ich tat mit dir gerne mal wieder einen Pfiff zuzeln. Das haben wir nämlich heute Nachmittag schon gemacht. Das ist nichts Unanständiges in Bayern. Ja, aber ich habe von einem 50 Liter Fass. Wie viel Platz hast du denn im Koffer? Na ja, das lasse ich holen. Danke dir. Servus. Das gehen wir hin. Ich weiß nicht, ob je jemand behauptet hat, dass man so als Brei einfach hat. Offensichtlich nicht. Aber jetzt wird es für mich einfach. Herzlichen Dank, dass alle mit dabei wart. Unsere live und echten Zuschauer da vor Ort, unsere live lebert Zuschauer draußen im weltweit Web. Schön, dass ihr dabei wart. Und jetzt, was trotzdem weiterhin kracher, genießt es noch, trinkt noch ein paar Massen ein und das Starkbier, das gehört weiter. Schön, dass ihr dabei wart. Vergeht's gut. Oh.
Gefällt es wahnsinnig gut hier im Hofbräuhaus Dranstein. Eine Brauerei mit so einer langen Tradition, mit so viel Liebe, mit so einem guten Bier, ein gutes Essen. Bloß die Leute waren irgendwie... Nein, es waren alle total lieb. Vielen Dank. Also einstecken muss man natürlich können, aber es war wie immer beim Albert Rosenegger nie verletzend, sondern immer sehr feinsinnig, sehr treffend. Und so wie wir ihn seit Jahren und Jahrzehnten kennen, und ich hoffe, dass er noch ganz, ganz viele Jahre so weitermacht wie heute, und ich hoffe auch, dass wir das dann im nächsten Jahr wieder mit Publikum machen können, dass wir wieder ein Starkbierfest haben, ja, mit vollem Publikum, mit einer großen Anzahl, sodass wir das wieder richtig schön feiern können. Ja, das Starkbierfest war super, wie immer, ist wie jedes Jahr lustig, und ich finde es auch schön, wie das Hofbräuhaus das jetzt dieses Jahr gemacht hat. Auch von der Art und Weise und auch vom Tonfall her sehr angemessen. Und ich finde es auch gerade wichtig in der Zeit, in der wir uns momentan befinden, dass wir versuchen, ein bisschen trotzdem unsere eine positive Stimmung zu bewahren. Und da ist vielleicht so ein Hofbräu-Starkbierfest was ganz was Wichtiges, weil ich glaube, auch in der Zeit kann bisschen keiner vergessen, es ist ein unwahrscheinlicher Segen, dass uns gerade so gut geht und wir miteinander das Starkbierfest feiern dürfen. Andere kennen das gerade nicht, und das ist gar nicht weit weg von uns. Und deswegen sollen wir das heute alle genießen, und ich hoffe auch, dass jeder draußen genießen kann und trotzdem keiner vergisst, dass andere jetzt gerade auch ein bisschen schlechter geht bei uns. Also die Einladung zum Starkbierfest hier in Traunstein habe ich tatsächlich in der ersten Woche meiner Amtszeit bekommen, und ich habe mich wahnsinnig das ganze Jahr darauf gefreut. Meine Amtszeit ist um ein Jahr verlängert worden, und wir sehen uns nächstes Jahr definitiv live hier im Hofbräuhaus in Traunstein zusammen wieder und feiern zusammen den Starkbieranstich 2023.